Also die Infrastruktur passt sich automatisch an. Die Veränderungen über soziale Kommunikationssysteme, die Erreichbarkeit übers Netz, es wird eine Vermischung geben zwischen öffentlichem Verkehr und privatem Verkehr. Sie werden auf Ihrem App sehen, wo der nächste Bus steht oder das nächste Taxi wartet. All das wird sich sehr, sehr stark vernetzen und letzten Endes auch vereinfachen. Nein, die kann ich mir nicht vorstellen, die will ich mir auch nicht vorstellen, weil die Mobilität, die individuelle Mobilität ein wesentlicher Teil der Stadt ist, aber in einem reduzierten Umfang und nicht so dominant wie heute.